Seit jeher haben die Menschen zu den Sternen geschaut. Seit jeher hat uns das Universum fasziniert und Fragen aufgeworfen. Was ist noch da draußen? Wie ist das alles entstanden? Wo kommen wir her? Die Menschheit ist fasziniert von diesen Fragen und der Suche nach den Antworten. Es ist ein ganz neuer Wettlauf ins All, der bereits in vollem Gange ist. Unternehmer mit Visionen brechen auf zur kommerziellen Eroberung des Weltraums. Sie transportieren Satelliten ins All, handeln mit Daten aus dem Orbit und wollen Touristen in den Weltraum schießen. Ein riesiger Markt für wagemutige Pioniere. Herzlich willkommen bei Spacetime mit Ulrich Walter, Astronaut und Wissenschaftler. Er weiß, im Weltraum wartet Unglaubliches auf uns. Gleich mehrere Unternehmen stehen bereit, das All als touristische Erlebniswelt zu erschließen. Der schwerelose Ausblick auf Mutter Erde verspricht hohe Renditen. Keine Zukunftsmusik. Immer wieder haben die Russen zahlungskräftige Privatpersonen zur Raumstation geflogen. Auch der Satellitenmarkt wächst stetig. Der rapide zunehmende Datenverkehr verlangt nach immer neuen Übertragungsstationen im All. Ein ganz neues Geschäftsfeld sehen Investoren im Weltraumbergbau. Von den Rohstoffen aus dem All versprechen sie sich fantastische Gewinne. Doch Raumfahrt ist auch heute noch ein hochkompliziertes, gefährliches und vor allem teures Unternehmen. Einmal im Leben Astronaut sein und die Erde von oben sehen, das ist doch der Wunsch vieler Menschen. Kannst du haben, sagt die Weltraumtourismusindustrie. Für $250.000 bist du dabei. Tatsächlich hat diese Industrie in den letzten 5 Jahren 13 Milliarden Dollar investiert. Heißt das, dass in Zukunft jeder von uns mal Astronaut wird? Der Weltraum ist ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Allein im Satellitengeschäft werden Milliarden umgesetzt. Doch visionäre Unternehmer wollen ganz neue Märkte im All erobern. Es ist der Beginn eines neuen Zeitalters der Raumfahrtgeschichte. Im April 2001 schießt die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos den US-Unternehmer Dennis Tito ins All. Der erste Tourist betritt den Weltraum. Jede Erdumkreisung ist anders. Das Licht ist ein anderes. Man sieht verschiedene Landmassen. Man entdeckt so viel, dadurch, dass sich die Erde unter einem dreht. Das ist mein Planet. Man sieht die Atmosphäre und entdeckt, wie dünn sie ist. Man realisiert plötzlich, wie wichtig es ist, diese Atmosphäre zu schützen. Sie ist im Vergleich zur Erdkugel wirklich sehr dünn. Die Russen haben dem Geschäftsmann einen Lebenstraum erfüllt. Gegen harte US-Dollar. Mit Dennis Tito begann der Weltraumtourismus doch etwas holprig. Warum? Nun, die NASA wollte gar nicht, dass er auf die Raumstation fliegt. Denn die Raumstation, das muss man wissen, ist eigentlich eine öffentliche Einrichtung. Die NASA bezahlt Geld dafür und dieses Geld kommt von den Steuerzahlern. Also sagt die NASA, nein, da darf kein Tourist auf die Raumstation. Die Russen sahen das etwas anders. Die haben gesagt, was, man kann mit der Weltraumstation Geld verdienen? Na klar, dann machen wir das. Man muss auch wissen, dass Dennis Tito ein begeisterter Raumfahrttechniker war. Er hatte Luft- und Raumfahrt studiert, war bei der NASA und wollte einfach in den Weltraum. Und deswegen ist er dann zu den Russen gegangen, hat ihnen 30 Millionen auf den Tisch gelegt. Die Russen wussten noch nicht, wie man das machen sollte, denn sie waren auf sowas nicht vorbereitet. Aber irgendwie ging das dann schon und deswegen flogen sie ihn hoch. Aber da begannen erst die Probleme. Denn die Amerikaner sagten, der kann nicht einfach auf der Raumstation rumspazieren. Wenn er bei uns ins Labor kommt, könnte er die falschen Schalter umlegen. Und deswegen war die Vorgabe der NASA an die Russen, wenn der Dennis bei uns ins Labor kommt, muss er einen Begleiter mit haben. Händchenhaltend müssen wir aufpassen, dass er keinen Schalter umlegt. Das war die Vorgabe der NASA. Inzwischen hat sich das ein bisschen geglättet. Die Weltraumtouristen können heute etwas freier und offener durch die Raumstation fliegen. Aber man sieht, die Anfänge waren nicht ganz einfach.
Rückblickend bewertet würde ich sagen, das war ein sehr guter Anfang, denn zum ersten Mal hat die NASA verstanden, dass Raumfahrt nicht nur Wissenschaft ist, sondern auch etwas für die Öffentlichkeit. Und damit hat die NASA viel gelernt. Und wir sehen ja heute, Weltraumtourismus ist gang und gäbe. Das US-amerikanische Unternehmen Space Adventures verkaufte Dennis Tito das Ticket ins All. Das Weltraumreisebüro arbeitet eng mit der russischen Raumfahrtagentur zusammen. Space Adventures wählt die Kunden aus und führt den finanziellen und gesundheitlichen Check durch. Die erste Weltraumtouristin ist Anusha Ansari, eine US-amerikanische Selfmade-Millionärin. Anusha Ansari war für eine Woche an Bord der ISS, während die Crew ausgetauscht wurde. Ich war zugegebenermaßen am Anfang etwas skeptisch, weil ich dachte, naja, das ist ja eigentlich keine Umgebung in dem Sinn, um Urlaub zu machen. In der Praxis hat sich dann einfach so herausgestellt, dass das wunderbar funktioniert hat. Die Anusha hat Ärmel hochgekrempelt, hat geholfen, wo sie nur konnte und war ein Teil von der Crew. Also das hat wunderbar funktioniert. 7 Touristen haben mittlerweile die internationale Raumstation besucht. Doch seitdem das amerikanische Space Shuttle-Programm 2011 eingestellt wurde, können nur noch die russischen Sojus-Raumschiffe Menschen ins All fliegen. Die wenigen Plätze sind jetzt für die Stammbesatzungen der ISS reserviert. Es gibt noch genügend zahlungskräftige Privatpassagiere, die ein paar Tage im All verbringen wollen. Aber der Urlaub auf der Raumstation ist vorerst gestrichen. Doch wenn die NASA in Zukunft ihre Astronauten mit privaten US-Firmen statt mit der russischen Sojus ins All schickt, will Roskosmos das lukrative Geschäft mit den Weltraumtouristen wieder aufnehmen und sogar ausbauen. Was soll ich da machen? Nur den Ausblick genießen? Die Astronauten schwärmen und Kosmonauten schwärmen davon, natürlich. Aber die haben ja auch eine andere Aufgabe da oben zu erledigen. In den Weltraum fliegt man nicht so nebenbei. Wie die ersten 7 müssten auch alle zukünftigen Raumstation-Urlauber ein mehrwöchiges Vorbereitungsprogramm durchlaufen. Wenn sie denn vorher den Gesundheitscheck bestanden haben. Raumfahrt ist ja ein sehr, sehr diffiziles Geschäft. Es ist ja nicht so, dass man einfach jemanden losschickt, einfach mal so irgendwie und der soll dann mal ein bisschen rumfliegen. Sondern man sitzt denn ja auf viele, viele 100 Tonnen Sprengstoff und schießt ihn damit ins Weltall. Also das ist schon eine nicht ganz ungefährliche Sache und das muss sehr sorgfältig vorbereitet sein. Die Touristen trainieren im russischen Sternenstädtchen nahe Moskau. Auch in einem Simulator der Sojus-Kapsel. Nicht um sie bedienen zu können, sondern um nichts falsch zu machen. Nach etwa einem halben Jahr Vorbereitung geht es dann zur ISS, die ursprünglich allein der Wissenschaft vorbehalten war. Die Internationale Raumstation ist für den Tourismus nicht so geeignet. Es ist halt ein Labor. Sie machen ja auch keinen Urlaub in einem irdischen Labor. Da gab es jetzt ein paar Flüge von gut zahlenden Privatleuten. Aber das ist nicht der Weltraumtourismus, über den ich rede. Wenn ich über Weltraumtourismus rede, dann rede ich wirklich über Projekte, die ganz speziell sich an Touristen orientieren, um Touristen ins Weltall zu fliegen. Weltraumtourismus als Geschäftsmodell. Daran glauben gleich mehrere Firmen. Vorreiter war hier das Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic des britischen Milliardärs Richard Branson. Sein Konzept? Ein paar Minuten Schwerelosigkeit für die Passagiere und die Welt von oben sehen für $250.000 pro Ticket. Man kommt hier an die Grenze der Atmosphäre, ungefähr 100 Kilometer in Höhe. Man kann für mehrere Minuten, so etwa 7-8 Minuten, Schwerelosigkeit erleben. Und das gibt einem schon einen guten Eindruck. Es ist halt relativ kurz, denn der Flug verläuft ja wie in so einer Wurfparabel. Man steigt auf, dann zündet das Triebwerk und man kommt dann tatsächlich an die Grenze der Atmosphäre, 100 Kilometer in Höhe und fällt dann wieder ballistisch zurück, bis man wieder in die dickeren Schichten der Atmosphäre kommt und landet dann eben. Bis zu 6 Passagiere soll Spaceship Two in den suborbitalen Raum schießen. Im Oktober 2014 muss Virgin Galactic dann einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen. Bei einem Testflug zerbricht der Prototyp in der Luft und schlägt in der kalifornischen Mojave-Wüste auf. Der Co-Pilot stirbt, der Pilot überlebt schwer verletzt. Die Untersuchung der US-Behörde für Transportsicherheit ergibt, dass ein Fehler des Co-Piloten zu dem Unglück geführt hat.
Doch auch nach dem katastrophalen Verlust des Raumschiffs glaubt Richard Branson daran, seinen Traum verwirklichen zu können. 16 Monate nach dem Unglück präsentiert Branson den Nachfolger Unity. Es ist einfach eine neue Dimension, die man dort kennenlernen kann, Schwerelosigkeit an sich. Die Erde zu sehen, nicht nur aus Bildern, sondern selbst zu erleben, das ist offensichtlich ein Wert. Und deshalb werden die Menschen sich es auch nicht nehmen lassen, als Touristen ins Weltall zu fliegen. Ein weiterer Anbieter suborbitaler Flüge ins All ist das US-Raumfahrtunternehmen Blue Origin. Die Firma wurde von Amazon-Chef Jeff Bezos gegründet und entwickelte ihr System unter großer Geheimhaltung. Als Prinzip dient auch hier der klassische Schuss in eine suborbitale Parabel. 6 Weltraumtouristen soll die Rakete auf etwas über 100 Kilometer Höhe befördern. An der Grenze zum Weltraum trennt sich die Kapsel von der Rakete, steigt ballistisch ein Stück ins All und fällt dann an Fallschirmen zur Erde zurück. Auch Blue Origin verspricht seinen Passagieren einen grandiosen Ausblick und ein paar Minuten Schwerelosigkeit. Gut, ist das Raumfahrt? Rein technologisch ist es eben noch ein großer Sprung von 100 Kilometern Höhe im Scheitelpunkt dieser Parabel mit der Geschwindigkeit 0 gegenüber den 7,6 Kilometern pro Sekunde im Erdorbit. Da liegt noch technologisch einiges dazwischen. Sowohl die Trägerrakete als auch die Kapsel sind wiederverwendbar. Die Tests laufen erfolgreich. Blue Origin hat seine Rakete New Shepard getauft, nach dem ersten Amerikaner im All, Alan Shepard. Für $250.000 in den Weltraum, na, das ist doch mal eine Zahl, da bin ich doch gleich Astronaut. Das müssen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Also, wo beginnt der Weltraum? Der Weltraum ist definiert als der Bereich oberhalb von 100 Kilometer Höhe über der Erdoberfläche. Warum das? Nun, man kann zeigen, wenn man ein Flugzeug nimmt und sehr schnell fliegen lässt, dann erhält es einen aerodynamischen Auftrieb nur unterhalb von 100 Kilometer. Mit anderen Worten, darüber kann kein Flugzeug mehr fliegen. Und daher kommt der Begriff Weltraum für Bereiche über 100 Kilometer Höhe. Und jetzt sind diese Anbieter so schlau, um zu sagen, okay, dann fliegen wir auf 104 Kilometer Höhe, damit kratzen wir gerade am Weltraum an, kommen gleich wieder zurück. Und jeder, der dort oben war, bekommt ein wirklich sehr schönes Zertifikat und da steht drauf Space Traveler, so heißt der offizielle Begriff, also Weltraumfahrer. Wer dann allerdings glaubt, okay, ich bin Astronaut, der irrt sich. Es gibt eine internationale Vereinigung von Astronauten, die sogenannte Association of Space Explorer, und die definiert einen Astronauten als eine Person, die mindestens eine Erdumkreisung hinter sich hat. Und suborbitale Flüge sind keine Erdumkreisungen. Das bedeutet, man muss mindestens $45 Millionen bezahlen, um zum Beispiel auf der Raumstation mehrere Male um die Erde zu fliegen. Und deswegen gilt, jeder, der nur ein suborbitaler Tourist ist, ist nicht automatisch auch ein Astronaut. So sind leider die Realitäten. Nach dieser Definition war auch Alan Shepard bei seinem ersten Flug in den Weltraum noch kein Astronaut. Wie die geplanten Touristenflüge von Blue Origin oder Virgin Galactic war Shepards Ausflug ins All suborbital, also ohne Erdumkreisung. Eine Redstone-Rakete schoss ihn im Februar 1961 auf 187 Kilometer Höhe. Zurück ging es dann mit Hilfe der Schwerkraft. Erst nach seinem Flug zum Mond 1971 konnte sich Alan Shepard als wirklicher Astronaut fühlen. Bisher bietet nur der Flug zur Raumstation die Möglichkeit zur Erdumkreisung. 7 Flüge mit Touristen gab es bisher zur ISS, die mit 28.000 Stundenkilometern durch den Erdorbit rast. Der Flug zur Station und der mehrtägige Aufenthalt in der Schwerelosigkeit sind mit einem suborbitalen Flug gar nicht zu vergleichen. Was erlebt denn ein Weltraumtourist, wenn er einen suborbitalen Flug macht? Nun, in 12 Kilometer Höhe wird er mit 3G beschleunigt, schießt dann fast senkrecht nach oben, etwa eine Minute lang.
In 50 Kilometer Höhe werden die Antriebe ausgeschaltet und dann geht es in einer Freiflugphase zunächst zur Spitze, 104 Kilometer Höhe, und dann im Freifall wieder zurück, wieder auf 50 Kilometer. Die ganze Freifallphase dauert so ungefähr 3 Minuten, um dann nochmal auszugleiten bei 4,5 G Abbremsung in der Atmosphäre und dann zum Schluss in 12 Kilometer geht es dann wieder nach Hause. Ich werde oft gefragt, was kann man denn da aus 100 Kilometer Höhe sehen? Nun, in 100 Kilometer Höhe gibt es noch nicht allzu viel zu sehen. Der Horizont liegt in einer Entfernung von 1000 Kilometer, aber so weit kann man gar nicht sehen. Man kann höchstens alles sehen im Umkreis von 400 Kilometer. Das ist nicht viel. Der entscheidende Punkt ist aber der, in dem Augenblick, wo man schwerelos wird, wird es einem übel. Die Weltraumkrankheit schlägt auch auf suborbitalen Flügen zu. Das ist leider so. Für die Charterflüge ins All entstand in der Wüste von New Mexico der Spaceport America, der erste private Weltraumbahnhof. Es wird diesen Weltraumtourismus geben. Und der liegt nicht so weit in der Zukunft. Also ich gehe davon aus, dass das weniger als 10 Jahre ist, dass wir wirklich Touristen haben. Also Weltraumtourismus kommt und wird ein kommerzieller Erfolg sein. Noch wird das große Geld aber in der klassischen Nutzung des erdnahen Weltraums verdient. Beim Transport von Satelliten ins All und der Versorgung der internationalen Raumstation. Auf dieses Alltagsgeschäft setzt auch Elon Musk mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX. Der Visionär und Gründer der Elektroautofirma Tesla fliegt mit seinen Raketen erfolgreich Nutzlast für die NASA oder private Auftraggeber in die Erdumlaufbahn. Im Jahr 2012 dockt das von SpaceX entwickelte Frachtraumschiff Dragon zum ersten Mal an der ISS an. Mit der NASA hat SpaceX einen Vertrag über mindestens 1 Dutzend Versorgungsflüge zur Raumstation abgeschlossen. Ein Milliardengeschäft. Doch Elon Musk ist nicht der einzige Weltraumspediteur mit lukrativen Aufträgen. Mit ihrem Raumfrachter Cygnus fliegt auch die US-Rüstungsfirma Orbital ATK Nachschub ins All. Die NASA muss sparen. Die Zeiten unbegrenzter Budgets sind schon lange vorbei. Und so fördert und unterstützt die US-Raumfahrtagentur die privaten Unternehmen. Diese können ihre Systeme viel effizienter und kostengünstiger entwickeln und betreiben als eine Regierungsbehörde. Auf einem völlig anderen Konzept basiert Dream Chaser. Auch der Raumgleiter soll Fracht in den Erdorbit und zurück transportieren. Aber im Gegensatz zu den Kapseln der Konkurrenz kann er an jedem beliebigen Flughafen landen. Der Dream Chaser wird von SpaceDev, ebenfalls einem US-Konzern, gebaut. Eine bemannte Version sollte auch Astronauten zur ISS fliegen. Doch die NASA lehnte ab. Mittlerweile haben die Europäer Interesse an dem Mini-Shuttle angemeldet. Es könnte Europa einen günstigen Zugang zum Erdorbit bieten. Ganz gezielt zieht sich die NASA immer mehr aus dem erdnahen Weltraum zurück. Nach der Shuttle-Columbia-Katastrophe im Jahre 2003 fragte sich die Öffentlichkeit, ja, was machen wir da eigentlich? Immer nur mit dem Shuttle zur Raumstation fliegen, mit der Raumstation um die Erde und dann wieder zurück? Wir sind Weltraumpioniere, das geziemt uns nicht. Ja, sagte die NASA, da habt ihr recht, deswegen machen wir Folgendes. Wir unterteilen den Weltraum in den sogenannten erdnahen Raum, auch cislunaren Raum genannt, und dann noch den Mond- und den translunaren Raum, also den Raum jenseits des Mondes. Und Mond und Translunar, das machen wir selber. Und all das, was erdnah ist, das übertragen wir jetzt privaten kleinen Raumfahrtfirmen, 9 Firmen, die wir finanziell unterstützen. Und deswegen haben sie im Jahre 2006 ein neues Programm aufgelegt, milliardenschwer, das genau solche neue Firmen finanziert. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0. Jahrzehntelang lag die Weltraumfahrt allein in russischer und amerikanischer Hand. Doch Anfang der 80er Jahre öffnete sich Europa einen eigenen Korridor ins All. Als erster kommerzieller Anbieter fliegt das europäische Gemeinschaftsunternehmen Arianespace seit Mitte der 80er Jahre Satelliten ins All. Mit der Raketenfamilie Ariane bewiesen die Europäer als erste,
dass man im All Geld verdienen kann. Wir haben in Europa zum Beispiel die Trägerraketen sehr viel früher privatisiert als die Amerikaner. Mit Arianespace haben wir ein kommerzielles Unternehmen, was die Raketen vermarktet, seit vielen, vielen Jahren. Erfolgreich, sehr erfolgreich vermarktet. Vielleicht haben wir nicht so oft darüber gesprochen. Wir haben es nicht gleich New Space genannt. Satelliten garantieren den sicheren und vor allem schnellen Transfer von Informationen. Telefon, Fernsehen, Internet. Und Satelliten sammeln riesige Datenmengen. Ein Milliardengeschäft. Telekommunikation ist sicherlich der herausragende Bereich, wo die Kommerzialisierung schon sehr weit vorangetrieben ist. Aber auch in der Erdbeobachtung gibt es Unternehmen mittlerweile, die mit dem Verkauf von Produkten, nicht nur Daten, sondern aus Daten entwickelten Produkten im Markt erfolgreich sind. Und das wird sich weiterentwickeln. Das ganze Weltall ist Teil unserer Infrastruktur geworden, unserer täglichen Infrastruktur. Im Satellitengeschäft ist Europa mit Arianespace noch immer Marktführer. Doch echte Innovationen kommen meist aus Übersee. Was wir nicht so haben, sind die klassischen Elon Musk oder Bezos oder wie sie heißen. Offensichtlich ist das amerikanische Klima in Anführungsstrichen besser geeignet, solchen Investoren dann auch die Entwicklungsmöglichkeiten zu geben. Die neueste Geschäftsidee von Virgin Galactic-Chef Richard Branson ist eine fliegende Startplattform für Minisatelliten. Das Geschäft mit den kleinen Satelliten boomt. Branson will diese von einem umgebauten Jumbojet aus ins All schießen. Gleichzeitig arbeitet SpaceX intensiv an einer Passagierversion seines Dragon-Raumschiffs. In Zukunft soll SpaceX die US-Astronauten für die NASA zur ISS und wieder zurück zur Erde fliegen. Die Kapsel bietet Platz für 7 Raumfahrer. Und wie auch die Raketen soll sie selbstständig landen und wiederverwendet werden können. Und genau auf diesem Prinzip der Wiederverwendbarkeit basiert das Geschäftsmodell von SpaceX. Das private Raumfahrtunternehmen hat mit mehr als 25 Starts seiner Falcon 9 bewiesen, dass es ein ernstzunehmender Konkurrent auf dem Markt ist. Mit der Falcon 9 Heavy erprobt die Firma eine Schwerlastrakete. Das große Ziel ist, die Startkosten dramatisch zu senken. Wenn wir uns mal die Kosten anschauen, sie ist eine wirklich große Rakete mit einem Schub von mehreren Millionen Pfund. Und dabei ist sie die günstigste Rakete auf der Welt. Aber trotzdem kostet sie zwischen 50 und 60 Millionen Dollar. Ihr Treibstoff dagegen kostet nur 200.000 Dollar. Würden wir die Rakete 1.000-mal wiederverwenden können, würde sie selbst pro Start also nur 50.000 Dollar kosten. Das würde die Kapitalkosten der Rakete pro Start nur 50.000 Dollar kosten. SpaceX plant, mit ihren wiederverwendbaren Raketen Transporte ins All für weniger als 10 Millionen Dollar anzubieten. Mit diesem Preis könnte kein anderer Anbieter von Satellitenstarts mithalten. Ich glaube, es ist hier ganz wichtig zu verstehen, dass einer der Hauptkostentreiber in der Raumfahrt natürlich der Raumtransport ist. Wenn es also gelingt, die Kosten pro Kilogramm, die ich dort in den Erdorbit bringe oder darüber hinaus, massiv zu reduzieren, dann hätte ich gewissermaßen so einen Quantensprung geschafft. Doch auch SpaceX muss Rückschläge hinnehmen. Am 1. September 2016 explodiert eine Falcon 9-Rakete auf ihrer Rampe. Das Unglück ereignet sich 2 Tage vor dem Starttermin. Die Bilanz? Eine zerstörte Rakete, ein ruinierter Startplatz auf dem US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral und der Verlust der Nutzlast. Die bestand aus einem Kommunikationssatelliten des israelischen Anbieters Spacecom. Der Wert des Satelliten? Rund 195 Millionen US-Dollar. Weltraumfahrt ist ein riskantes Geschäft. Amos 6, der Kommunikationssatellit, der an Bord der Rakete verglühte, sollte unter anderem das soziale Netzwerk Facebook in strukturschwachen Ländern verbreiten. Doch der Visionär Elon Musk hat den Blick allein in die Zukunft gerichtet.
Nur wenige Wochen nach der Explosion seiner Falcon 9 präsentiert er eine ganz eigene Vision zur Eroberung des Mars. Ich glaube, wir müssen deutlich machen, dass dieser Traum Wirklichkeit ist. Wir werden es machen und immer mehr Unterstützer finden. Wir machen es möglich. Es war immer mein Ziel. Ich habe keine andere Motivation, Gewinne zu generieren, außer um sie in dieses Projekt zu stecken. Es ist mein Beitrag, dass aus der Menschheit eine multiplanetare Zivilisation wird. Nichts anderes als die dauerhafte Kolonialisierung des Mars strebt Elon Musk an. Und er will dafür Raumschiffe entwickeln, die gleich hunderte von Siedlern auf unsere Nachbarplaneten fliegen. Der Mars soll besiedelt werden. Innerhalb von 2 bis 3 Generationen sollen 1 Million Menschen auf dem Mars leben. Es gibt Unternehmer, die sehen, dass man aus Raumfahrt ein kommerzielles Business machen kann. Für mich ist der Elon Musk so etwas Ähnliches für die Raumfahrt wie seinerzeit Henry Ford mit seiner Tin Lizzie für die Automobilindustrie. Lange wurden die privaten US-Raumfahrtunternehmen in Europa nicht ernst genommen. Doch die Branchenneulinge haben sich zu ebenbürtigen Spielern auf dem Satellitenmarkt entwickelt. Ein Umbruch im Raketenwettbewerb. Auch das geplante Ende der ISS im Jahr 2024 kann einen neuen Markt schaffen. Der Aufenthalt in der Schwerelosigkeit und der Blick hinab auf Mutter Erde fasziniert selbst die Profis im All. Egal zu welcher Zeit man hierher kommt, es ist großartig. Es ist auch die Regel, dass wenn man hier ist und rausschaut und jemand anders kommt, dann ist er immer willkommen. Und ich finde es auch wirklich toll, zu zweit oder zu dritt rausschauen und gleichzeitig sich die Länder zu zeigen, die man kennt, Orte, an denen man im Urlaub war, den anderen zu zeigen oder die Heimatstadt zu zeigen. Ich habe hier mit Reed viel Zeit verbracht, um uns Europa anzuschauen. Wir haben Italien von oben gesehen, Deutschland, Schweiz. Wir haben Orte gesehen, die wir zusammen bereist haben. Und das ist großartig, das von hier aus zu sehen. Russland könnte mit seinen ISS-Modulen eine ganz neue Orbitalstation erschaffen. Und diese durch Flüge mit Privatpassagieren finanzieren. Die Wartelisten sind voll. Es gibt genügend Interessenten, die bereit sind, für den Ausflug ins All viel Geld auf den Tisch zu legen. Und die mehrmalige Mitnahme von Touristen durch die russische Raumfahrtagentur hat bewiesen, dass das System funktionieren kann. Doch die Raumstation ist als Labor konzipiert worden. Und nicht ohne Grund will die NASA ihr Engagement im Jahr 2024 beenden. Die ISS hat eine begrenzte Lebensdauer und die wird mit 24, 25, 28 ist die technisch am Ende. Und dann wird man sie auch für einen Hotelzweck oder was Ähnliches nicht nutzen können. Ja, auf der Erdoberfläche ist es egal, ob es ein bisschen durch die Fenster zieht, im Weltall ist das tödlich. Ein richtiges Weltraumhotel plant hingegen Bigelow Aerospace. Mit Wohnmodulen, die sich erst im All entfalten. Das wirklich Schöne an diesen aufblasbaren Modulen ist ja, dass sie sich sehr flexibel einsetzen lassen. Eigentlich wollte Bigelow, der eigentlich Hotelier ist, daraus ein Hotel im Weltraum machen. Also viele Module zusammen und dann hat man da oben ein fliegendes Hotel. Womit er nicht gerechnet hatte, war, dass man natürlich auch Versorgungsschiffe dafür braucht und ein Transportmittel, um diese Touristen dann dort oben hinzubringen. Und das gibt's bis heute nicht. Also saß er da mit seinen Modulen. Und dann kam die NASA und sagte, du Bigelow, das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen ein flexibles Modul auf der Raumstation, das werden wir dort oben testen. Und das brauchen wir dann später für den Mond und den Mars und vielleicht für Langzeitmissionen. Also wurden sich einig und das Beam fliegt seitdem oben auf der Raumstation. Aber die NASA ist trotzdem noch ein bisschen misstrauisch. Es waren 2 Fragen. Erstens, widersteht so ein Modul eine flexible Oberfläche einem Asteroideneinschlag? Und zweitens, wie ist das mit der Strahlung dort oben?
ist so ein Modul strahlungsresistent? Also haben sie es am Anfang aufgeblasen, haben dort viele Sensoren reingebaut. Man darf im Augenblick nicht drin leben oder sich aufhalten. Ein Jahr lang wird gemessen und erst wenn das alles funktioniert und die NASA sagt, jawohl, es funktioniert gut, dann wird es auch später richtig eingesetzt. Und ich glaube, genauso wird es werden. Andere Geschäftsleute spielen mit dem Gedanken, die Raumstation zu einem profitablen Testlabor im All umzubauen. Schon heute werden vereinzelt Experimente für die Privatwirtschaft auf der Station durchgeführt. Nur auf der Raumstation lassen sich längere Versuchsreihen unter Mikrogravitation durchführen. Materialforscher und Pharmaunternehmen haben großes Interesse. Hier wird es also mit der internationalen Raumstation ISS weitergehen. Nun, die Amerikaner sagen, bis zum Jahre 2024 werden wir sie selber weiter betreiben. Darüber hinaus wird Schluss sein. Wenn die privaten Unternehmen weitermachen wollen, sie weiter privat betreiben wollen, aber bitte gerne. Ihr kriegt sie sogar geschenkt. Ihr müsst sie nur selber versorgen und von amerikanischem Boden aus starten. Was sagen die Europäer? Nun, die sagen, noch wissen wir nicht, ob wir bis zum Jahre 2024 weitermachen. Und genauso sehen das die Russen auch. Und damit wird wahrscheinlich genau das eintreten, was die Amerikaner immer wollten. Nämlich die Kommerzialisierung des erdnahen Raumes. Versorgungsflüge zur Raumstation, Betrieb der Raumstation in privater Hand. Mit dem Start von amerikanischem Boden aus. Wie sieht das jetzt in Europa aus? Nun, es gibt keine rechtlichen Regelungen, von europäischem Boden aus in den Weltraum zu starten. Es gibt nicht mal einen einzigen Startplatz in Europa, von dem aus man das könnte. In Amerika hat man im Jahre 2015 im November ein Gesetz erlassen, nachdem amerikanische Firmen das dürften. Und solange es sowas nicht auch in Europa gibt, wird es keine Investoren geben, die darin investieren. Und das ist die Krux in Europa. Und so siedeln visionäre Unternehmer ihre Raumfahrtfirmen auch nicht in Europa an. Blue Origin-Gründer Jeff Bezos, SpaceX-Chef Elon Musk oder Richard Branson. Sie alle operieren vom gelobten Land der privatisierten Raumfahrt aus. Und das sind immer noch die USA. Wir müssen da auch ein bisschen größer denken, das ist klar. Also ein Elon Musk von SpaceX hat halt da mit anderen Zahlen operiert. Er hat sich natürlich auch sehr stark von der öffentlichen Seite unterstützen lassen. Aber das ist eben ein erfolgreicher Unternehmer, tut das so. Wahren Unternehmergeist zeigt in Europa momentan nur Luxemburg. Das winzige Großherzogtum will Vorreiter in Sachen Weltraumbergbau werden. Luxemburg beabsichtigt, das erste europäische Land zu werden, welches ein klares Umfeld zur Erforschung und zur Nutzung von Weltraumressourcen schafft. Die Luxemburger Regierung ist auch bereit, vielversprechende Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu unterstützen, sowie Kapitalinvestitionen in entsprechenden Unternehmen zu tätigen. Die Förderung von Bodenschätzen im All. Science Fiction. Aber Unternehmer denken ernsthaft darüber nach. Die Frage nach Rohstoffen aus dem Weltall ist genauso einfach beantwortbar, wie wir sie auf der Erde haben. Ist es vorstellbar, dass man Erdöl aus den Sanden von Kanada besorgt? Das wurde über viele Jahre als unmöglich bezeichnet. Oder dass man Erdöl aus der Tiefe der Erde hochpumpt, wurde natürlich auch nicht erwartet. Es ist so, dass der Mensch auf der Suche nach Ressourcen natürlich auch den Weltraum anschaut. Das Streben nach Profit aus dem All beflügelt die Fantasie von Investoren. Und so sammeln heute schon Firmen Geld ein, um in Zukunft nach Edelmetallen auf Asteroiden zu schürfen. Sie wollen Kometen in Besitz nehmen und sie ausbeuten, wie auf der Erde die Ozeane auf der Suche nach Öl. Wir haben ja unlängst sozusagen die Erfahrung gemacht, dass es die Vereinigten Staaten etwa waren, die einzelstaatlich durch unilaterale Rechtsetzung hier sich selbst sozusagen die Erlaubnis gegeben haben, sich und ihren Staatsangehörigen Asteroiden nicht aneignen zu können. Luxemburg, heißt es, möchte als europäischer Staat nachziehen. Da ist meines Erachtens deutlich Vorsicht geboten. Kein einzelner Staat kann Eigentumsrechte an Himmelskörpern und auch nicht an Ressourcen auf Himmelskörpern erwerben. Auch die NASA arbeitet an der Vision, Rohstoffe aus dem All für ihre Zwecke zu nutzen. Die US-Raumfahrtagentur plant, auf einem Asteroiden zu landen, um von dort einen größeren Brocken einzusammeln.
Dieser soll dann in eine Umlaufbahn um den Mond gebracht werden, wo er näher erforscht werden kann. In den Mineralien der Himmelskörper ist Wasser gebunden. Dieses Wasser könnte man fördern und nutzen. Aufgespalten in Wasserstoff und Sauerstoff ergäbe es eine riesige Quelle von Raketentreibstoff mitten im All. Bemannte Missionen tief in unser Sonnensystem bräuchten Unmengen an Treibstoff. Von der Erde kann dieser nicht mitgenommen werden. Die Kosten für den Transport wären viel zu hoch. Durch den Nachschub direkt aus dem All hofft man, das Treibstoffproblem zu lösen. Mit 3D-Druckern könnten aus den vorgefundenen Rohstoffen auch Raumschiffkomponenten oder Ersatzteile direkt im All gefertigt werden. Doch mit der Mission erhofft man sich vor allem einen Technologieschub. Und der ist notwendig, wenn die NASA ihre Pläne, wie zum Beispiel die Reise zum Mars, verwirklichen will. Wenn man solche Weltraumbergbaufirmen mal fragt, sagt mal, wie wollt ihr denn eigentlich euer Geld verdienen, dann kriegt man meistens zwei Antworten. Die erste lautet, ja, es gibt da ja Asteroiden oder kleine Meteoriten, die bestehen aus Platin und Gold. Und wenn wir das zur Erde bringen und dort verkaufen, dann kann man eine Menge Geld machen. Im Prinzip stimmt das, aber die Dinger sind meistens nur sehr klein, etwa so groß. Die richtig großen Asteroiden mit einem Durchmesser von 50 oder 100 Meter, sowas nennen die Wissenschaftler meist auch fliegende Geröllhalden. Und das hört sich nun nicht nach Platin und Gold an. Nee, die bestehen meistens aus Staub und Schnee. Und den kann man auf der Erde schlecht verkaufen. Aber was man damit machen kann, und das ist der zweite Punkt, man kann daraus Treibstoff herstellen. Das geht. Man braucht nur Sonnenenergie und dann hätte man Treibstoff. Und dann sagen die Leute, okay, wir bauen einfach auf so einem Asteroiden eine Tankstelle. Und wenn man dann von der Erde, sagen wir, zum Mars oder Mond will, dann fliegen wir an dieser Tankstelle vorbei, tanken auf und dann geht's weiter. Ja, das könnte ich mir ein bisschen vorstellen. Aber wann wird es denn mal so weit sein, dass wir zum Jupiter oder Mars regelmäßig fliegen und dort zwischendurch auftanken? Das wird noch sicherlich einige hundert Jahre brauchen. Und deswegen glaube ich, diese Firmen brauchen einen richtig langen Atem. Der Mond ist als Lieferant von Rohstoffen ebenfalls interessant. In den Kratern an den Polen vermutet man große Mengen an Eis. Auch dieses Eis könnte in Treibstoff verwandelt werden. Eine riesige Tankstelle im erdnahen Raum. Auch bei einer jungen deutschen Raumfahrtfirma spielt der Mond die Hauptrolle. Der Internetriese Google hat einen Preis ausgeschrieben. 30 Millionen Dollar für die Rückkehr zum Mond. Und Robert Böhme will mit seinem Start-up Part-Time Scientists diesen Preis gewinnen. Die Bedingungen? Einen Rover bauen, ihn auf dem Mond landen und damit 500 Meter auf der Oberfläche zurücklegen. In letzter Zeit haben wir ziemliche Fortschritte gemacht. Zum Beispiel gab es einen Zwischenwettbewerb, Milestone-Preis genannt, wo man 750.000 Dollar gewinnen konnte. Und die haben wir dann auch gewonnen. Das Berliner Unternehmen ist der einzige Teilnehmer aus Deutschland, der noch im Wettbewerb ist und plant, gleich zwei Rover zum Mond zu schicken. Die Rover sollen in der Nähe des Landeplatzes von Apollo 17 aufsetzen. Und auch das von der letzten bemannten Mondmission zurückgelassene Fahrzeug untersuchen. Es geht einfach im Prinzip darum, die Raumfahrt, vor allem die kommerzielle Raumfahrt, nach vorne zu bringen. Und wenn man dann sich überlegt, okay, wenn man diesen Wettbewerb teilnimmt, was muss man denn eigentlich alles machen? Also dann, man braucht irgendwie eine Rakete, man braucht eine Landefähre, die einen dahin bringt und man braucht halt ein Mondfahrzeug. Und das Erste, was wir dann angefangen haben, ist halt einfach mit dem Mondfahrzeug, weil das ist, was man am besten überschauen kann. Das kann rumfahren und das war auch am einfachsten. Berliner Jungunternehmer, die Weltraumtechnik bauen wollen. Für viele Geldgeber war das anfangs nicht vorstellbar. Wenn man in Deutschland an sowas arbeitet, ist es dahingehend schwer, dass viele deutsche Unternehmen einen irgendwie nicht so richtig ernst nehmen, weil die sagen, ja, sowas Innovatives kann ja aus Deutschland nicht rauskommen. Das sind vor allem die größeren Unternehmen. Unsere initiale Unterstützung kam halt hauptsächlich von kleinen mittelständischen Unternehmen. Wir sind wirklich ein paar Jahre hinten dran. Die Bedingungen im All sind extrem. Die Temperaturunterschiede auf dem Mond schwanken zwischen 100 Grad plus und 150 Grad minus. Damit ein Mondrover nach seiner Landung auch wirklich funktioniert, muss man ihn schon auf der Erde unter diesen extremen Temperaturen testen. Ist der Rover erstmal gelandet, lassen sich Konstruktionsfehler nicht mehr korrigieren.
Die Part-Time-Scientists werden von einem deutschen Automobilbauer unterstützt. Und in dessen Klimalabor wird der Roboter unter extremen Temperaturen auf Herz und Nieren geprüft. Der Rover ist einsatzbereit. Wir haben einen Rover, der den Anforderungen des Mondes definitiv genügt, wo wir sogar noch wissenschaftliche Experimente mitsenden können. Und jetzt kommt der spannendere Teil, wo wir dann halt wirklich die Landefähre bauen müssen. Und sind da sehr optimistisch, dass wir mit der dann Ende 2017, Anfang 2018 zum Mond fliegen. Das Landemodul, das die Rover für die Berliner Truppe auf den Mond fliegt, ist in der Endentwicklung. In den Orbit werden Landemodul und Rover von einem kommerziellen Anbieter geschossen. Den Transport ins All müssen die Jungunternehmer aus eigener Tasche bezahlen. Das Berliner Startup liegt im Zeitplan, mit einer guten Aussicht auf eine erfolgreiche Mission. Es ist in der Tat so, dass wir in Europa viele gute Ideen haben. Wir tun uns immer ein bisschen schwer, diese guten Ideen dann tatsächlich in so kommerzielle Produkte umzusetzen. Ganz wichtig ist es in diesem Zusammenhang einfach mal Visionen zu haben und diese auch zu verfolgen. Ganz andere Pläne mit dem Mond hat die US-Firma Space Adventures. Das Reisebüro für Weltraumtouristen will seinen Kunden eine Reise zum Erdtrabanten anbieten. Allerdings ohne Landung. Der Plan ist eine Umrundung des Monds für zahlungskräftige Passagiere. Der Ticketpreis? Rund 150 Millionen Dollar. Das ist sicherlich realisierbar mit heutiger Technik. Das ist machbar. Es ist eine Frage, wie viel Geld ist einer willens, dafür auszugeben, so ein System zu entwickeln und zu bauen und zugelassen zu bekommen, um Passagiere zu befördern. Und die Aussicht wäre spektakulär und sehr exklusiv. Warum wollen auf einmal alle wieder zurück zum Mond? Nun, Kraft von Erika, ein Weltraumingenieur aus den 50er Jahren, hat mal gesagt, wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass wir Raumfahrt machen, dann hätte er uns den Mond gegeben. Warum das? Nun, der Mond liegt nur 3 Reisetage von der Erde entfernt. Ein perfekter Ort, um neue Technologien auszuprobieren. Und das genau ist der Google X-Preis. Die sagen, zeigt uns doch, dass ihr auf dem Mond landen könnt. Zeigt uns doch, dass ihr Tage, Wochen oder Monate lang autonom, unabhängig von der Erde leben könnt. Und wer würde nicht viel Geld dafür ausgeben, mal zum Mond zu fliegen, vielleicht dort unten zu landen und dann zurückzuschauen auf diese wunderschöne blaue kleine Murmel, unsere Erde. Und dann gibt es noch Leute, die sagen, wir wollen auf die Rückseite des Mondes. Dort würden wir gerne Radioteleskope bauen. Denn damit könnten wir in die Tiefen des Universums schauen. Und damit würden wir nicht mehr gestört werden von den TV- und Radiosignalen von der Erde. Also auch Wissenschaftler würden gerne zurück zum Mond. Und genau das plant die Europäische Weltraumorganisation ESA in Zusammenarbeit mit der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos. Gemeinsam will man zum Mond fliegen. Erst unbemannt, später auch mit Astronauten. Bei den Raumfahrtexperten rückt der Mond immer weiter in den Fokus. Nach der Außerbetriebnahme der Internationalen Raumstation im Jahr 2024 könnte der Mond als neuer wissenschaftlicher Außenposten der Menschheit im All dienen. Zuerst sollen Sonden den Mond genauer erkunden als jemals zuvor. Für einen langfristigen Aufenthalt auf dem Mond wird vor allem nach Wasser gesucht. In der nächsten Phase planen die Wissenschaftler und Ingenieure, eine komplette Mondbasis zu erschaffen. Einen Großteil der Materialien dafür soll vom Mond selbst kommen. Eine internationale Forschungsstation zur Entwicklung neuer Technologien mit wechselnden internationalen Besatzungen. Nach dem Prinzip der Antarktisstationen stellen sich die Planer vor. Unser Mond bietet viele Möglichkeiten. Der Mond ist hochgradig interessant, weil er als ein Sprungbrett ins Weltall dienen kann. Also wenn man sich überlegt, was in den nächsten paar Jahren dort möglich ist, man könnte dort zum Beispiel eine Mondbasis realisieren und dann auf dieser Mondbasis zum Beispiel Raketen betanken, die dann weiterfliegen zum Mars. Man muss auch einfach irgendwie sagen, dass der Mond so ein bisschen das Babyplanschbecken der Raumfahrt ist. Man kommt da relativ einfach hin und wenn irgendwas schiefläuft, kann man einfach eine Rakete wieder zurücknehmen und ist dann sofort wieder auf der Erde.
Doch für eine kommerzielle Nutzung ist eine bemannte Rückkehr zum Mond noch nicht interessant. Ich glaube, dass die Erdbeobachtung der nächste Bereich ist, der dort boomen wird. Alle anderen Bereiche erfordern auch wesentlich mehr Investitionen. Also Erdbeobachtung ist aus meiner Sicht sicherlich der Bereich, der am schnellsten noch weiter wachsen wird, obwohl er schon riesig ist. Wahrhaft fantastische Gewinne erhoffen sich Investoren durch die unendlichen Rohstoffvorräte im All. Das ist natürlich mit Hürden verbunden, aber wenn da wirklich interessante Materialien sind mit einer hohen Wertschöpfung, dann wird das passieren, natürlich. Und ohne Visionen ist eine weitere Eroberung des Alls nicht möglich. Letzten Endes möchte man ja Exploration machen, um einfach in neue Welten vorzustoßen, um dort neue Dinge zu erkunden und vor allem aber auch, um Inspiration auf der Erde zu erzeugen. Also das ist einer der Aspekte, die ich persönlich am allerwichtigsten finde. Inspiration werden auch die Touristen aus dem All zurückbringen. Und bald wird es diesen Markt geben. Ich kann Ihnen ehrlich sagen, ich wünschte mir, dass das eher morgen als übermorgen passiert. Denn ich bin fest davon überzeugt, je mehr Menschen mal Gelegenheit haben, diesen Ausblick zu genießen, desto eher würde es uns vielleicht gelingen, hier auf der Erde das Miteinander doch etwas besser zu gestalten. Der Weltraum. Unendliche Verdienstmöglichkeiten, so scheint es. Also, wenn Sie mich fragen, der Weltraum wird in Zukunft ein wirklich boomendes Geschäft. Weniger dieser Weltraumbergbau, da will man ja Platin und Gold von Asteroiden abbauen und in Millionen von Tonnen auf die Erde zurückbringen. Aber glauben Sie mir, das gibt's gar nicht dort draußen. Und selbst wenn es das gäbe, dabei würden ja die ganzen Edelmetallmärkte auf der Erde zusammenbrechen. Also ich glaube, das können wir vergessen. Aber die wollen ja auch Tankstellen auf diesen Asteroiden errichten. Und ich glaube, in weiter Zukunft könnte das interessant sein. Wenn wir regelmäßig zum Mars fliegen, dann wären solche Tankstellen nicht schlecht. Aber wie gesagt, in weiter Zukunft. Der nahe Erdorbit, wir müssen regelmäßig dorthin fliegen. Wir brauchen private Anbieter, die uns das anbieten und auch versorgen. Auch darin wird eine Menge Geld gemacht werden. Naja, und dann gibt es ja noch den Weltraumtourismus, also suborbitale Flüge. Wir fliegen mal so gerade in den Weltraum, sofort wieder zurück, innerhalb von wenigen Minuten für 250.000 Dollar. Ich glaube, da wird man eine Menge Geld machen, aber auch Weltraumhotels. Also mal eine Woche lang von oben runterschauen, das ist doch toll. Auch gar nicht so teuer, vielleicht für ein paar Millionen Dollar. Und wo wird es gemacht werden? Naja, mit Sicherheit weniger in Europa. Da gibt es ja noch nicht mal die Gesetze dafür, als vielmehr bei den Amerikanern. Und ich möchte wetten, in Zukunft auch bei den Chinesen. Auch wenn der Abbau von Rohstoffen auf Asteroiden oder gar Massentourismus im All noch in ferner Zukunft liegen, die Raumfahrt wird mehr und mehr privatisiert. Und das Geschäftsfeld Weltraum lockt mit traumhaften Gewinnen. We'll be right back.